Hallo und herzlich willkommen zur Wochenshow. Diese Woche Nummer 16. Nächste Woche dann Nummer 16. 17, logischerweise. Und wir haben das Wochenthema First Gen. Was war eure erste Konsole? Warum? Wieso? Weshalb? Und so weiter und so fort. Aber alles nach dem Intro. Meine Fresse. So, ich bin wieder da. nein, wie gesagt, wir machen aber erstmal die News. Ich habe dann auch ein Gewinnspiel gleich. Das kommt aber mittendrin. Das wird aber ein Discord-Exclusive-Gewinnspiel. Und das mache ich, weil es das schon mal gegeben hat. Aber es hat keine Sau interessiert. Naja, wie auch immer. Wir fangen an mit den News. Dazu müssen wir natürlich einmal switchen. Dazu muss ich das Programm darüber schieben. Dann muss ich mich darüber schieben. Dann muss ich die Seite aufmachen. Und ach, das ist ja so viel Arbeit. Mensch, das ist ja. So, da sind wir auf der Website und wir hatten ein paar News. So einige, wie das immer so Ende des Monats ist. Da kommen ja immer diese ganzen Listen, sei es jetzt Game Releases, sei es jetzt Netflix, Prime Video etc. Dann kam PlayStation Plus, dann kam Games with Gold und halt alles auf einmal, ne? Alles an einem Tag. Ich habe gedacht, ich sterbe. Aber nun gut, die erste News, die wir eigentlich hatten in der letzten Woche, das war am 27. April, das war eine Minecraft-News. Interessiert vielleicht nicht so viele jetzt, aber Microsoft bzw. der Entwickler, muss man eher sagen, die unterstützen nämlich eine Aktion. Und das finde ich eine coole Aktion, muss ich sagen. Es gibt ja jetzt dieses neue Update, was sich da nennt, The Traveler's Trader. Und mit dem Download davon unterstützt ihr eine Charity-Aktion, die sich da nennt Charity Water. Und diese Charity-Aktion, die hat, wie soll man das erklären? Naja, das lässt sich blöd erklären, muss man sagen. Sie haben eine Vision, Trinkwasser für alle Menschen zugänglich zu machen. Das heißt, auch Menschen, die in Afrika wohnen oder leben, da irgendwo im Busch oder was weiß ich wo, oder in armen Regionen, die es ja da leider zuhauf gibt, dass die eben auch Wasser bekommen. Und dafür ist diese Charity-Aktion eben, finde ich, eine coole Aktion, muss ich sagen. Dieses Update, und da muss ich Microsoft jetzt den Stinkefinger zeigen, finde ich scheiße. Nicht, weil es nicht an sich vom Inhalt, sondern weil es für jede Plattform verfügbar ist, außer für die PS4. Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, den ich damals schon gesehen habe, dass wenn Updates kommen, die PS4 hinten anstehen muss, weil eben Microsoft diese Kacke gekauft hat. Ja? Weil, wie man sieht, das Update, wie steht's? Auf Xbox One, Windows 10 Edition, iOS, Android und Nintendo Switch. Also alle außer PS4. Und da, nein, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Nee, ich finde das einfach scheiße. Ich finde das scheiße. Also Microsoft hat damals noch gesagt, das weiß ich noch ganz genau, wo eben dieser Übergang kam, ja, von wegen, ah, bla bla, hier, wir kaufen jetzt Minecraft etc. Und da hieß es groß, da hieß es ganz groß, es wird keine Veränderung stattfinden im Laufe der Updates. Ja, hieß es noch, das weiß ich noch. Die Updates werden für alle Plattformen gleichzeitig verfügbar sein. Sehe ich. Sorry, ich
Nee. Das gefällt mir nicht. Auch wenn ich gerne Minecraft spiele, aber mir gefällt das nicht. Mir gefällt das nicht. Aber das hat wahrscheinlich hiermit zu tun, mit dieser ganzen Charity-Aktion, weil Microsoft unterstützt eben diese Charity-Aktion. Und hier steht es auch, erreicht das neue kostenlose Content-Update. 100.000 Downloads über den Minecraft Marketplace. Spendet das Minecraft-Team, was ja Microsoft gehört, neben den bereits 10.000 Dollar, den sie schon gespendet haben, weitere 90.000 Dollar. Das heißt, dann wären es insgesamt 100.000 Dollar. Das sind dann insgesamt 100.000 Dollar. Hier steht es nochmal. Werden 10 Wasserprojekte vom Minecraft-Team finanziert. Dadurch rund 3.300 Menschen den Zugang zu Trinkwasser ermöglichen. Den aktuellen Status, bla bla bla, verfolgt über den offiziellen Twitter-Account. So, wenn wir jetzt da drauf gehen, mal gucken. Ich war jetzt lange nicht mehr drauf. Ja. Aber wahrscheinlich steht da jetzt nichts mehr großartig. Irgendwo steht es wahrscheinlich. Die Post, Minecraft, die posten ja fast jeden Tag irgendwas Neues. Aber egal. Ist ja jetzt wurscht. Ich finde es jedenfalls eine coole Aktion, aber ich finde es nicht so cool, dass das Ding eben für alle Plattformen verfügbar ist, außer für PlayStation. Nein, den Schuh ziehe ich mir nicht an. So, aber nun zur nächsten News und da kommen wir zu den ganzen Listen. Das werde ich auch nur ganz schnell machen. Die Game Releases mache ich zum Schluss, wie immer. Dann haben wir so die Kinovorschau. Was kommt neu im Kino? Wir haben, ja, es sind so ein paar interessante Filme, muss ich sagen. Und der eine oder andere hat es auch gemerkt. Ich habe hier die Kategorien bunt jetzt gemacht. Ich habe das so gemacht, dass das ein bisschen hervorsticht. PlayStation Blau, Xbox Grün, Switch Rot und so weiter und so fort. Glaube, habe ich letztes Mal aber schon erzählt. Ich weiß es gar nicht. Aber wir haben ein paar neue Filme. Da haben wir hier Royal Corgi. Der interessiert mich, muss ich sagen. Ist ein Animationsfilm von von so einem Hund. Was wohl der König, der Liebling der Queen ist. Also das ganze Spiel in England. Ist ein reiner Animationsfilm. Ist sehr lustig gemacht. Guckt euch auf jeden Fall mal den Trailer an. Serenity im Netz der Versuchung. Keine Ahnung, habe ich mir nicht groß angeguckt. Ja. Ich habe aber auch wie immer hier die Kinovorschau mit den Highlights drin. The Hole in the Ground ist so ein Horror-Ding. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwo stand auch mal das Genre. Nein, natürlich nicht. Ach, da muss ich direkt auf IMDb gehen. So, Moment. Horror. Ja, 1,5 Stunden. Gut. So. Das nächste wäre Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Ja, mag schön sein, aber ich glaube, den guckt man sich einmal an und dann war's das. Ist so mein Phänomen, mein Dings, glaube ich halt. Meine Fresse. Glam Girls hinreißend verdorben. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann nichts Tolles sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Stan und Ollie. Also wer sie noch kennt, so aus den frühen 60er Jahren, müsste das so gewesen sein. Ich sogar noch früher. Stan Laurel und Oliver Hardy, die haben ja ihre Sketche immer in One-Take gemacht. Also es gab keine zweite Aufnahme. Die haben das immer zum ersten Mal gemacht. Wenn es nicht geklappt hat, dann hat es halt nicht geklappt. Dann wurde es trotzdem abgegeben dann im Fernsehen damals. Oder auch auf Kassette damals noch. VHS. Oder davor gab es ja noch die etwas größeren, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie die hießen. Ist auch egal. Aber ich bin mal gespannt, wie der wird. Ist halt ein Film. Ja. Stan und Ollie war ja, oder Stan Laurel, Oliver Hardy,
waren ja damals auch Kurzfilme. Ja, die gingen so 20, 30 Minuten, dann war Ende. Ja. Aber es gab auch den ein oder anderen langen Film. Und hier geht es, glaube ich, um ein Comeback, was sie haben. Dann irgendwie wieder aufhören. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich da jetzt nicht so durchgelesen, aber es scheint interessant zu werden. Hat auch bis jetzt schon eine 7,3 Wertung. Das ist eigentlich für einen Kinofilm recht gut. Ja, das ist so, ich sag mal, etwas über dem Durchschnitt. Ich bin mal gespannt. Und die sehen auch recht originalgetreu aus. Das muss man sagen. Also da haben die sich echt Mühe gegeben. Ja, wenn man mal hier das Cover anguckt, das, also da haben die sich echt Mühe gegeben. Das muss man jetzt mal so sagen. Ne? Also, das ist schon krass. Das ist das Cover. So, das ist gar nichts. Da sind ein paar Bilder dann dazu. Also die haben sich richtig Mühe gegeben, muss ich sagen. Dass sie die eben sehr originalgetreu zurecht gemacht haben. Das ist echt schon krass. Butcher ist die Star. Ist das Französisch oder? Ich habe keine Ahnung. Nee. Stanley Olli. So. Ja, wie gesagt, ich bin da mal sehr gespannt auf den Film. Das kann ich nicht lesen. Kann mir das bitte einer übersetzen? Ob das wirklich Master Set IP Man Legacy heißt? Ich habe keine Ahnung. Ja, da gibt es auch keine deutsche Übersetzung dazu. 6,5 scheint jetzt nicht so gut zu werden. Hier Verachtung, der scheint wieder ein bisschen besser zu werden. Auch wieder etwas über dem Durchschnitt. Mal gucken. Ha. So, 16. Mai, The Silence. Da hat mich der Trailer richtig gepackt, muss ich sagen. Aber, wie man hier an den Bewertungen sieht, wobei, das ist ja immer so eine Sache für sich, ja. Der eine mag es, der andere nicht. Aber der Trailer hat mich gepackt, muss ich sagen. Habe ich auch in der Vorschau mit drin im Video. Daher kann ich das jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob der bei den Amis schon verfügbar ist. Aber ich denke mir das mal, dass der bei den Amis schon im Kino lief. Weil bei uns kommt der hier 2019. United States kommt auch was am 10. April, ja. Bei uns am 16. Ah, okay. Mai. Ah, bei den Amis lief der schon. Ah, siehst du, dann rechtfertigt das natürlich diese Bewertung. Ist allerdings alles immer eine Geschmackssache bei Filmen. So, Breakthrough, zurück ins Leben. Keine Ahnung. Greta hat mir jetzt auch nicht so. Hat mich jetzt vom Trailer auch nicht so überrascht, aber gut. The Sun ist Elsa als Star. Naja. Ne? Aladdin, der hat mich richtig. Da bin ich ja richtig heiß drauf, muss ich sagen. Die Neuverfilmung von Aladdin, was heißt Neuverfilmung, gab es Aladdin jemals als richtigen Film? Jetzt mal abgesehen von dem mit Bud Spencer, ja, der zählt jetzt nicht so dazu. Das ist jetzt wieder von Disney, ja, also richtig Aladdin-mäßig. Und gefällt mir, ja, gefällt mir sehr gut. Auch das Lied, was dann gesungen wird von der Prinzessin, das, wie hieß es denn? Ich habe keine Ahnung. Ja, ihr wisst, welches Lied ich meine. Das hört sich auch richtig cool an. Ja, das singt sie und halt noch irgendein Typ, keine Ahnung. Jedenfalls, der Film interessiert mich sehr. So, dann John Wick Kapitel 3. Keine Ahnung, John Wick hat mich jetzt noch nie interessiert. Doch, überhaupt nicht. Also, weiß ich nicht. Aber gut, der eine mag es, der andere nicht. Ad Astra, zu den Sternen. Ja, so ein Weltraumgedöns mal wieder. Von und mit James Gray sogar. Also der Regisseur spielt sogar mit. Und Ethan Gross, also das sind jetzt keine bekannten Schauspieler. Das war dann bei Aladdin. Spielt auch Will Smith mit, ne? Ja, Will Smith, Naomi Scott, Alan Tudyk und Billy McNasson.
Wahrscheinlich kennen die meisten nur Will Smith, ne? Naomi Scott sollte man vielleicht auch noch kennen. Aber gut. So, nächste wäre dann Jonathan. Hat mich jetzt auch nicht so gepackt. Der Trailer nicht wirklich. High Life hat, ja, war okay, sag ich mal. Ja, ein bisschen über dem Durchschnitt, aber nicht viel. Gut. Mr. Link. Ja, doch, doch, der war interessant. Das war wieder so ein Animationsding mit so einem Fellviech. Ja. Ich zeig's euch mal auf IMDb, da sind ja bestimmt wieder Bilder drin. So. Das hat das Cover und das ist wirklich auch das Vieh. Ja, also nicht mit dem runden Kopf, aber ne, schon irgendwie. So, das sind die Bilder, das ist halt dieses blöde Viech, ja. Und das weiß nicht, wo es hingehört. Ja. Der ist da oder es und weiß aber nicht, wo es hingehören sollte. Ja, er ist irgendwie der Einzige. Und ja. Aber sieht auf jeden Fall interessant aus, der Film. Lustig ist er vor allem. Hier. Monsieur Link. Missing Link. Ja, auf Englisch heißt es Missing Link. Also Link vermisst. Also vermisster Link. Lala. Auf Französisch heißt es Monsieur Link. Hier nochmal Missing Link. Hier nochmal Monsieur Link, Monsieur Link, Missing Link, Mr. Link. Also ich verstehe das manchmal mit der Namensgebung von Filmen nicht. Ohne Mist, das ist doch eine komplett andere Bedeutung, ja. Also, ob ich jetzt Missing Link, also Link vermisst, oder ob ich Mr. Link, also Herr Link in dem Sinne, mache, das ist ja wohl ein Unterschied, aber gut. Jetzt hagelt's bei mir hier. Oh ja. Egal, ich muss weitermachen. So, neuer Godzilla kommt. Der zweite. In Deutsch heißt er Godzilla 2, King of the Monsters. Im Originalen heißt er einfach nur Godzilla King of the Monsters. Da gibt es keine 2. Das ist irgendwie seltsam. Aber es scheint recht gut zu werden. Geht 132 Minuten, hat eine ordentliche Länge. Die Schauspieler sagen mir jetzt persönlich nichts. Außer Bobby Brown. Aber gut. Der Trailer scheint auch sehr gut zu sein. Also der wird wohl überdurchschnittlich werden. Rocketman hat mich so überhaupt nicht überzeugt. Ma genauso wenig und der letzte dann Miwai. Das ist ein Zeichentrickfilm oder eher ein Anime. Geht 98 Minuten. Der wird, ich weiß nicht, bei den Anime-Fans vielleicht was werden. Aber das ist eher so ein Kinderfilm. Ist eher auf kindlich gemacht. Nicht so Dragon Ball oder sowas. Also das ist eher so in die Schiene Mila Superstar, so die Richtung, ja. Gut, ne? Muss einem gefallen. So. Was haben wir denn noch an Vorschau? So, dann kommen wir jetzt zu den ganzen anderen Geschichten. Netflix, Sky, Amazon und Maxdome. Ich fange bei Sky an. Sky habe ich jetzt aufgesplittet. Ich hatte ja vorher Sky immer in einer kompletten Übersicht, aber Sky sind ja zwei Pakete. Es gibt ja einmal das Sky Entertainment und dann gibt es ja das Sky Cinema. Ja, beides kostet, glaube ich, jeweils 9,99 €. Lass mich lügen. Und es gibt ein paar interessante. Es kommt Christopher Robin auf jeden Fall am 5.5. Das ist halt, wie der eine vielleicht vermuten lässt, Winnie Pooh als Realverfilmung. Was ist denn noch? Nur Gott kann mich richten. Ja, gut, das ist vielleicht interessant.
ja. Born in Cell Block 99. Der ist übelst brutal. Der ist mega brutal. Der ist sogar so brutal gewesen, dass teilweise Magazine geschrieben haben. Brutal, zu brutal für eine FSK 18 Einstufung. Ja, der war echt krass. Also, falls ihr Sky Cinema habt und ihr habt harte Nerven, guckt ihn euch an. Ich habe ihn mir angeguckt, ich ging nicht. Boah, Alter, der war mir echt zu heftig. Dann an Serien bei Sky Entertainment kommt Marvel's Runaways Staffel 2. Sonst weiß ich nicht. Billions vielleicht interessant. Ich glaube, das war's dann aber auch schon. Ja, Sky halt. Ja gut. Maxdome trifft es jetzt auch nicht besser, wie das jeden Monat ist. Ja, Maxdome ist immer so der schwächste von allen. Wenn man mal so guckt, so in der Übersicht, und dann muss man leider lachen. Ja, das ist neu im Mai. Ja, Railroad Tigers, gut, Shockwave, Killing, ja, Killing scheint eine sehr gute Staffel zu sein. Gut, Kaufhaus Cup 2 ist gut, Gänsehaut ist auf jeden Fall gut. Scrubs Staffel 1 bis 9, das werden wir noch öfters heute sehen. The Whiskey Bandit, keine Ahnung. Erschütternde Wahrheit und Duel und Needs Staffel 1 bis 2. So. So. Prime Video. So, was haben wir denn da alles? Da gab es auf jeden Fall viel interessante Sachen, wie man von dem Bild sieht. Auf jeden Fall Forrest Gump am 1.5. Shaun of the Dead am 1.5. Lalala, Payday war auch ein guter Film damals, wenn das der ist. Lucifer Staffel 4, Psycho. Der originale Psycho von Alfred Hitchcock von 1960 in Schwarz-Weiß. Scrubs Staffel 1 bis 9, habe ich gesagt, kommt auch öfters. Shrek haben wir 2, 3 und 4. Sneaky Pete Staffel 3. Das hier ist so ein Western-Gedöns, Feinde, Hustles. Peterson und Findus. Findus die Dumme, naja, gut. Honey und Nanny auch 2 bis 4. Hier haben wir 2, 3 und 4 ist hier unten, kommt am 25. Wir sind Champions. Hier Poltergeist von 1982 von Steven Spielberg. War auch ein sehr, sehr guter Streifen. Ja, einer mit der besten. Kann man das Horrorfilm nennen? Ja, irgendwie in gewisser Weise. Ist eher so ein Thriller. The Wheel und Needs, Staffel 1 und 2 auch. Zu Ende ist alles erst am Schluss. Meistens so. Naja. Hier gesagt, Honey und Nanny Teil 4. Luventa. Street Justice. Rache kennt kein Gesetz. Der scheint recht gut geworden zu sein. The Man Who Killed Don Quixote. Die Hüter des Lichts war auch ein schöner Animationsfilm auf jeden Fall. Und das war's erstmal von Amazon. Beziehungsweise das heißt ja nicht mehr Amazon, das heißt ja nur noch Prime Video. So, dann kommen wir jetzt zu dem stärksten von allen. Netflix. Ja, die haben natürlich das meiste im Petto. Wie man das ja so kennt. Und am Bild sieht man dann auch schon, was es da so gibt. Unter anderem Sex in the City 1 und 2 am 1.5. Last Action Hero auch am 1.5. Den kenne ich nicht. Den kenne ich aber nie gesehen. Kenne ich nicht. Was? Munafik 2. Na gut, lassen wir mal so stehen, ne? Was haben wir noch? Supergirl Staffel 3, Wonder Woman, auch am, alles erste fünfte noch, ne? Good Own Country, keine Ahnung. Kenn ich nicht. Verliebt in die Braut, ja gut. Zombieland auf jeden Fall auch gut, erste fünfte.
Freund der Wasserdrache, keine Ahnung. Womanizer. V wie Vendetta, auch am 1.5. So, kommen wir jetzt zum 2. Da haben wir. Da kommen jetzt natürlich die ganzen Netflix-Sachen, ja. House of Cards Staffel 6. Undercover, keine Ahnung. Man geht ja immer so nach Namen, ne? Irgendwie in gewisser Weise. So, ja, cooler Name, cooler Film, ne? Oder Serie, je nachdem. Nicht zucken. Zucken? Nicht zucken müsste da stehen. Na egal. Ich habe keine Ahnung, ich kenne das nicht. Freche Mädchen 2 am 5.5. Ein Fall für TKKG. Ice Age Kollision voraus. Annabelle 2. Diese ganzen Netflix Originals. Ich habe keine Ahnung, ich gucke die nicht. Interessiert mich überhaupt nicht irgendwie. Der weiße Hai 3, ja, brauchen wir unbedingt am 16.5. Ja, gut, wer es mag. Ja. Flintstones, also der erste Feuerstein-Real-Verfilmung, 16.5. Blues Brothers, Spartacus. Alles Netflix Originals, zieh dir die Kacke rein. Thrawn Legacy, das scheint ja auch okay geworden zu sein. Hier haben wir was auf Koreanisch. Kann einer Koreanisch von euch? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Nein, ne? Hier alles Netflix. Netflix Originals, Netflix Originals, Netflix Originals, Netflix Originals, Netflix Originals. Nein, es ist nicht die Platte gesprungen, ich habe mich nur wiederholt. So, das war Netflix und nicht mein Fall. Großenteils. Ja, das Beste hat halt meiner Meinung nach Prime. Ja, und den Anfang am 1. Mai zumindest Netflix hat gute Filme. So, dann kommen wir jetzt zu Games with Gold und PlayStation Plus. Die Games with Gold Spiele für den Mai sind 4 Stück. Da stehen sie schon im Text, wenn ihr hier mal hinkackt. So, wir haben Marooners. Ja, okay. The Golf Club. Okay. Earth Defense Force. Okay. Comic Jumper. Okay. Es sind alles Kackspiele. Muss ich jetzt mal so sagen. Ja, das sind. Gut. Ich reg mich da jetzt nicht auf. Ja, wie manch andere. Voll die Scheißspiele. Mir ist das egal. Ja, ich hab im Jahr. Wenn es ein oder zwei Spiele sind, die geil sind, dann habe ich doch schon den Preis gespart. Was wollt ihr denn? Meine Fresse. So. Da kommen wir nämlich jetzt zu dem Punkt, wo sich die meisten immer aufregen, weil es die meisten User hat. Das ist nämlich PlayStation Plus. Verfügbar erst ab 7. Mai. Die Spiele, weil der erste Feiertag war. Und da haben sich alle aufgeregt. Was sind das für Kackspiele? Alles Indie-Games. Und ich so. Und? Außerdem ist Overcooked kein Indie-Spiel. Ja. Davon mal abgesehen. What Remains of Edith Finch, das ist ein Indie-Spiel, aber Overcooked ist kein Indie-Game. Nur mal so nebenbei. Aber nichtsdestotrotz, alle haben sich aufgeregt im Netz. Oh, so Kackspiele, bla bla bla, alles Indie-Kacke. Und ich mir so, das ist doch scheißegal. Ja. Die haben einen Wert von, ich glaube, irgendwie 40 Euro oder so, die Spiele. Wartet mal, ich guck mal eben. Da steht's. Oder auch nicht. Na komm. So, Moment. Was macht der hier nicht weiter? Ich kann kotzen. Da. Da steht's. Ein Wert von 27,98, wenn man sie kaufen würde. Also ich kann es halt nicht so nachvollziehen, aber gut, ne? Ich sag, und dann hat einer echt gesagt, ich will Battlefield und ich will, nee, Quatsch, er hat gesagt, ich habe halt gefragt, ne, warum meckern alle rum, bla bla bla, was wollt ihr denn für Spiele, ja? Da hat einer geschrieben, ich möchte Call of Duty Modern Warfare Remastered
und God of War 3 Remastered. Und da habe ich so geschrieben, du, die gab es schon. Ja, God of War 3 gab es schon vor ein paar Monaten und Call of Duty gab es im März, glaube ich, war das. Hatte so geschrieben, ja, da hatte ich aber kein Plus, ich will die jetzt auch haben. Ah, ihr versteht meinen. Na? Naja, wie auch immer. Habe ich dann geschrieben, ja, dann kaufst du die halt. Oh, das Geld habe ich nicht. Ich sage, ja, für PlayStation Plus das Geld hast du, kostet auch 60 Euro. Ich sag, hä? Macht halt keinen Sinn, aber gut. Ne? So, dann kommen wir zu den letzten zwei News. Und zwar ist das einmal Catherine. Das gibt's ja nur für die, kommt ja nur für die PS4 raus. Erschien damals, glaube ich, aber auch für die Xbox 360, wollte ich meinen. Aber das wird wahrscheinlich, da wird hier diese Remastered-Version wahrscheinlich nicht erscheinen. Das wird wahrscheinlich einfach nur abwärtskompatibel gemacht und fertig. Und zwar erscheint das jetzt am 3. September. Und da ist jetzt ein neues Video veröffentlicht worden. Und dann sind hier noch die ganzen Features ein bisschen aufgezählt worden. Ich will das jetzt nicht erklären, weil dann macht das ja hier keinen Sinn. Ne? So, hier sind noch ein paar Bilder veröffentlicht worden vom Entwickler selber, beziehungsweise Publisher. Und ja. So. Und dann die letzte News heute. Das ist A Plague Tale. Das ist ein sehr interessantes Spiel, ein Schleichspiel. Das, ich würde das mal so einschätzen, so Dishonored. Dishonored Splinter Cell, so in diese Richtung. Ja, es geht halt sehr auf Stealth, dann musst du halt immer diesen, den Ratten, du nutzt die Ratten entweder als Feind oder als Freund. Dann hast du noch Wachen, die du da ausweichen musst und musst mit Licht spielen und alle solche Geschichten. Und dann hast du halt immer dein Bruder oder was es ist dabei. Und ja, wird ein interessantes Spiel. Gibt es halt jetzt ein neues Video. Jetzt bei teilnehmenden Händlern. Unter anderem Amazon, Mediamarkt etc. PP. So, dann sind wir jetzt durch mit den News. Und es gibt noch eine News zu GTA 6. Die wird aber hier jetzt nicht kommen. Die werde ich dann entweder als Video veröffentlichen oder auf jeden Fall hier im Blog. Also hier im Blog wird es auf jeden Fall, also auf www.gamerscheck.de. Wird das sein, und zwar, nur damit ihr das wisst, ist das nämlich so. Alle News findet ihr auf www.gamerscheck.de. Und gamerscheck.de hat auch einen Alexa-Skill. Da werden dann immer die aktuellen News von Alexa vorgelesen, wenn ihr das denn möchtet. Und, jo. Gut. Dann switchen wir jetzt um. Wir gehen weg von dem und gehen hin zu dem. So, weil wir sind ja jetzt an diesem Punkt angelangt, wo wir jetzt die lieben Kommentare vorlesen von meinen lieben Kollegen oder Nicht-Kollegen, je nachdem. Aber vorher muss ich wie immer eine Zigarette anstecken. Ist halt so. So, und das Thema der Woche war ja diese Woche First Gen. Was war eure erste Konsole? Und das wird bei mir etwas schwierig, weil ich hatte mehrere. Wobei, meine erste Konsole war tatsächlich der Atari 2600. Wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, war das wirklich diese Konsole. Das muss ich euch natürlich zeigen, wie das Scheißding ausgesehen hat. Ne? Das Scheißding hat nämlich... Nein, doch nicht das Ding. Mensch,
Da. So. Das ist. Ich weiß nicht, seht ihr das auf, der. Nee, nee, nicht so wirklich, ne? Moment. Zack. So. Das war der Atari 2600. Das war aber, glaube ich, schon die zweite Variante. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Die habe ich auch. Ich habe beide gehabt. Tatsächlich. Ich habe den ersten und den zweiten besessen. Ja, das war noch mit Cartridges. Ja, mein Gott. Wer kennt's nicht? Nicht viele. Nicht viele kennen noch Cartridges. Ja, das sind so Module, wo die Spiele drauf sind. Ja. Und so ein Modul, ich weiß nicht, ist das hier mit drauf? Das ist der 2800. Das kann man so schlecht sehen, das ist so klein. Egal. Module. Das ist die Platine. CSR Card Version. Das ist der Joystick dazu. Module gibt's nicht. Ah, hier ist ein Modul. Ja, oder hier, noch besser. Hier sind mehrere Module. Wie man sieht. Und wie man vielleicht unschwer erkennen kann, gab es verschiedene Größen der Module. Je nachdem, wie viel drauf war, beziehungsweise wo das Modul herkam auch. Ja, das ist so ein normales Modul. Das und das auch. Das sind hier nackte Module, wie es aussieht. Und das waren, glaube ich, die japanischen. Ich weiß es aber nicht so ganz genau. Das war jedenfalls meine erste Konsole. Und ich hatte noch eine andere Konsole. Tatsächlich, tatsächlich zu dem Tag, wo das Ding erschien, habe ich das Ding zum Geburtstag bekommen. Und das war nämlich der Game Boy. Der allererste Game Boy, der graue Kasten. Den habe ich damals bekommen. Tatsächlich, man mag es gar nicht glauben. Ich weiß nicht, ob es zum Geburtstag oder zu Weihnachten war. Also es war jedenfalls in dem Jahr, wo das Ding in Deutschland erschien. 1990 war das nämlich. Und ich habe mich gefreut wie ein König. Ja, ich war einer der Ersten. Und dementsprechend war ich auch der King auf dem Schulhof. Damals zumindest. Aber gut. Ja, wie man sieht hier. Ach nee, das könnt ihr gar nicht so richtig lesen. Ne? Nein, in Japan erschien das Ding am 21. April 1989. In USA oder Amerika generell am 31. Juli 1989. Und bei uns halt ein Jahr später am 28. September 1990. Genau, meinem Geburtstag. Und das ist das schnieke Ding. Da gibt es verschiedene Versionen. Der normale Game Boy. Dann gab es den Game Boy. Wie hieß denn der? Pocket. Dann gab es Color. Advanced. Advanced SP und Micro. So. Und haben sie irgendwo die Module mal abgebildet? Natürlich nicht. Ne? Wäre ja zu einfach. Obwohl, hier beim Super Game Boy habe ich auch gehabt, by the way. Das sind die Module. Das ist der Super Game Boy 2. Ich glaube, den gab es bei uns gar nicht. Das ist halt Super Famicom. Ja, sieht aus wie ein Super Nintendo. Ja, ich weiß. Ist aber ein Famicom. Ja, das soweit zu meinen Konsolen. Dann gehen wir wieder zurück. So, zack. Und dann wollen wir doch mal gucken, was der ein oder andere Zuschauer hatte. In dem Fall war es halt nur einer. Und zwar der Seblo. Der schreibt nämlich zur First Gen. Meine erste Konsole war die PS1 gewesen. Ja, die habe ich auch gehabt. Natürlich, habe ich immer noch. Mit einigen Spielen. War beim Bekommen der PS1 jung gewesen. Beim Bekommen der PS1 jung gewesen. Ach, du warst jung gewesen. Oh, ich verstehe. Ja, ja. Und habe echt gern auf der PS1 gespielt. Und bis ich die PS2 bekommen hatte. Ja, die habe ich auch.
Habe ich aber nicht bekommen, selber gekauft. Aber viel, 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 viel später, weil zu der Zeit war ich PC-Zocker. Tatsache, ich war zur PS2-Ära PC-Zocker und zur PS3-Ära bin ich wieder zur PS3 gewechselt. Beim Seblo war es genau mit der PS3 so. Gut. Auch mit einigen Spielen die PS2. Und danach war ich zur PS3-Ära auf PC gewesen. Und bis Ende Oktober 2015, wo ich die PS4 geholt hatte. Ja, okay. Was mich bis heute ärgert, dass ich meine PS1 und PS2 samt Spiele leider nicht mehr habe. Ja. Das ist natürlich traurig. Aber man muss sagen, die PS2 oder die PS1 und ganz besonders die PS2, die gibt es eigentlich recht günstig. Ich habe für meine bezahlt, ich glaube 35 Euro oder so. Mit einem Multi-Tap-Adapter und keine Ahnung. Also die kriegst du eigentlich recht günstig. Ja. Irgendwie bei Amazon Marketplace oder sonst wo. Also die kriegst du eigentlich fast schon hinterhergeschmissen. So, ich muss mal eben was ändern. Moment. So. So, und der Olli hat noch geschrieben, ich habe ja in der letzten Wochenshow geschrieben, dass ich den Olli mag, dass ich ihn sehr mag. Und da hat er noch geschrieben dann dazu, ich mag dich auch. Oder auch. Ja. Kann man ja nur so zurückgeben. So, dann kommen wir zu den Kommentaren. Das sind jetzt nicht so viele, aber es sind ein paar. So, da haben wir zur PS4 Super Sampling Comparison hat einer geschrieben, das wird er wahrscheinlich sowieso nicht verstehen, was ich hier sage, aber er wird das Video sowieso nicht sehen. Er schreibt, where Pointless Video Science 1080p is already severely downscaled on YouTube. Ja? Heißt zu Deutsch, sinnloses Video, da es 1080p ist und YouTube das nochmal runterskaliert. Jetzt kriege ich hier irgendwelche Nachrichten. Ich gehe kurz. So. This should have been rendered at 1440p, 1440p or higher. Sprich, man sollte das Video doch höher, mindestens mit 1440p rendern, dass man die Unterschiede erkennt. Was macht das denn für einen Unterschied? Ich meine, wenn ich doch ein Video habe, ja, was 1080p hat und ich das dann hochskaliere, das macht die Qualität ja nicht besser. Das macht sie ja eher schlechter, wenn ich das in 1440p gucke. Aber gut, seine Meinung. Oh, jetzt kommt das Hassvideo für alle Xboxler, was ich ja gemacht hatte vor, weiß ich nicht, wie viele Wochen. Keine Ahnung, vor 2 Wochen oder so, ich weiß es nicht. Da hat der Mirko geschrieben von Mirkus Kosmos. Ich wollte nur mal kurz sagen, dass ich mit meiner One sehr zufrieden bin. Amen. Ich muss dir aber recht geben, dass die Menüführung auf der Xbox sehr umständlich ist. Ja, das habe ich auch sehr kritisiert. Und hat diese blöden Updates. Aber gut. Dann zu Game Releases, die neuen Spiele im Mai. Da schreibt der Seblo, alles neu macht der Mai. Okay. Aber im Mai kommt für mich nichts Interessantes an Spielen raus. So kann ich Days Gone weiterspielen. Sofern die miese Performance und Bugs mir die Lust auf Days Gone nicht genommen hat. Und apropos, er hat aufgehört mit Days Gone. Er hat es abgebrochen. So wie ich das mitgekriegt habe. Und apropos, ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Ich habe die Game Releases vergessen. Die machen wir jetzt. Wissen wir ja. So, switch mal wieder rum. Zack. So, die Releases. Wir haben die, also falls ihr mal auf der Seite seid, ich habe einmal einen Beitrag zu Game Release und dann gibt es noch eine Komplettliste, die seht ihr dann hier oben. Da steht auch nochmal Releases. Da sind alle drin von den letzten Monaten.
So, Game Releases, ne? Da waren wir stehen geblieben. So, wir haben im Mai. Es kommen eigentlich viele Spiele, aber nicht, was mich jetzt unbedingt interessiert, aber vielleicht den einen oder anderen. Es sind nicht viele, wie man sieht. Wir haben sowas, Steel Division, Saints Row 3 kommt für die Switch am 10.05. Rage 2 kommt für PC, PS4 und Xbox One auch am 10.05. Plague Tale, was ich vorhin schon angesprochen hatte, wo der neue Trailer veröffentlicht wurde, auch für PC, PS4 und Xbox One am 14.05. Mortal Kombat 11 für die Switch am 16.05. Assassin's Creed 3 Remastered auch für die Switch am 21.05. Resident Evil, Resident Evil 7 und Resident Evil 4 für die Switch am 21.05. Team Sonic Racing für PC, PS4, Xbox One und Switch auch am 21.05. Total War 3 Kingdoms für den PC am 23.05. PixArk, das soll wohl recht interessant sein, weiß ich nicht, erscheint für die Switch, für PS4 und Xbox One am 31.05. und Warhammer Chaos Bane, aber nur in der Magnus Edition, also die Retail-Version, für PC, PS4 und Xbox One am 31.05. Denn die Download-Version, die erscheint erst am, ich glaube, am 5.06. oder so. Ja, die erscheint erst später. So, da haben wir das jetzt. Dann kommen wir wieder zurück zu den Kommentaren und machen dort weiter. Dann bei Netflix neu im Mai hat der Sablo geschrieben. Wonder Woman kommt ja unter anderem. Da hat er geschrieben, also Wonder Woman habe ich gesehen. Fand den nicht schlecht. Mit Gal Gadot. Keine Ahnung. Die man aus Fast and Furious kennt. Ach, die ist das. Keine Ahnung. Aber ich bleib bei Marvel, weil außer Batman gibt's kein Interesse an DC-Charakteren. Superman. Superman ist auch noch DC. Glaube ich jedenfalls. Marvel hat viel. Sei es Superman, Spider-Man, X-Men, Fantastic Four, Avengers und so weiter. Ice Age Kollision voraus, fand ich nice. Auch wenn ich langsam übersättigt bin. Ja, es ist ja der letzte Ice Age. Ja, es war ja viele Jahre Pause zwischen 4 und 5. Kommt jetzt halt der letzte. Und Squid mit seiner blöden Nuss ist immer noch urkomisch. Ja, das stimmt. Squid jagt seit Teil 1 diese Nuss hinterher, aber er kriegt sie einfach nicht. Naja. dann Prime Video, das schreibt Gamodrom. By the way, das sind oder er oder sie und keine Ahnung, mehrere halt, sind Partner von gamerscheck.de. Nur mal so nebenbei. Also guckt mal bei gamodrom.de vorbei. Schreibt einfach nur guter Zusammenschnitt. Ja. Ne? Dann bei der letzten Wochenshow, da hat der Nordic Nelson geschrieben. Jetzt kommt's. Gott, mach bloß die Facecam aus. Ja, weißt du, was ich dazu sage? Hallo, Arschloch. Nein. Ich sag jetzt nicht Arschloch, ich sag einfach nur, dass. Nee. Tut mir leid. Ich kann dazu jetzt nichts mehr sagen. So, wir gehen wieder zurück, weil das war jetzt nur. So, weil ich ihn ärgern wollte. Falls er es guckt. Aber er hat ja gesagt, er guckt nicht mehr. So, dann das nächste Thema der Woche wird sein eure Erwartung an GTA 6. Ja, weil das ja in der nächsten News kommen wird. So, die Endcard, nee, nicht Finchi. Endcard wird sein, weiß ich noch nicht. Wird dann sehen. Ja, das soweit dazu. Und zack, da bin ich wieder. Ja, das Thema der Woche, wie gesagt, GTA 6. Wo habe ich das denn? Da. GTA 6, eure Erwartung an GTA 6. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ich werde natürlich dazu auch meinen Senf geben, dann in der nächsten Woche. Und ja, das soweit jetzt.
hierzu. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da, wenn ihr das möchtet. Und wenn euch die Videos gefallen, dann gerne auch ein Abo. Und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal und ciao.